They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Cause you're a royal, you rebel, you more than one together. However you go, ever and ever after. Es war einmal vor langer Zeit. Und in einem unvorstellbar märchenhaften Land erleben wir die Geschichte der Ever After High. Ein Internat für die Kinder klassischer Märchenfiguren. Die Schüler sind dazu verpflichtet, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, um die nächste Generation Märchenhelden zu werden. Doch eine Schülerin, Raven Queen, Tochter der bösen Königin, möchte dem niederträchtigen Pfad ihrer Mutter nicht folgen. Kann man es ihr denn verübeln? Wer will denn schon von allen anderen gehasst werden? Was, wenn ich mein eigenes glücklich bis ans Lebensende selbst bestimmen will? Dieser rebellische Gedanke passte den Royals gar nicht, vor allem ihrer Anführerin Applewhite nicht, der Tochter von Schneewittchen. Das ist ihr Schicksal. Ich meine, wenn sie mich nicht vergiftet, dann kann ich nicht einschlafen. Dann küsst mich mein Prinz nie wach und ich werde nie Königin. Und ich kann mein glücklich bis ans Lebensende total vergessen. So gab es in der Schule plötzlich zwei Gruppen. Die Royals, denen ihr glücklich bis ans Lebensende sicher war, und eine von ihnen war Apples allerbeste Märchenfreundin Briar Beauty. Ich bin die Tochter von Don Röschen. Wenn ich bald 100 Jahre lang schlafen muss, will ich jetzt noch einiges erleben. Und Aislinn Ella, die Tochter von Aschenputtel. Neue Schuhe? Und dann noch Blondie Locks, Tochter von Goldlöckchen. Sie gehörte auch zu den Royals. Naja, irgendwie. Auf der anderen Seite stehen die Rebels, die selbst über ihr Schicksal bestimmen wollen. Ich bin Cedar Wood und ich gelobe, meinem Schicksal zu folgen und Pinocchio zu werden. Naja, ich meine nicht gerade Pinocchio. Und dann ist da auch noch Cerise Hood, die Tochter von Rotkäppchen. Sagen wir einfach, sie hat ein kleines Geheimnis. Ein ziemlich übles Geheimnis. Madeline Hatter, Tochter des verrückten Hutmachers. Hallo, ihr Erzähler. Ist heute nicht ein hutastischer Tag? Sie kann uns hören. Und da jedes Märchen auch einen Prinzen braucht, gibt es an der Ever After High gleich mehrere davon. Hey, Raven. Du siehst cool aus. Ich meine gut. Und natürlich ist da auch noch... Moment, was? Nur noch 10 Sekunden? Aber es gibt noch so viel zu erzählen. Aislinn und Hunter haben heimlich Dates. Es gibt einen Riesen namens Tiny. Und der Schulleiter hat einen Bruder, der in einer Geheimbibliothek unter der Schule lebt. Das ist sie. Die Geschichte der Ever After High. Das Ende... ist erst der Anfang.